Don't you know when the wind don't blow, the red dead sun burning up our homes. Hey ho und herzlich willkommen zu Red Dead Redemption 2 und einer kleinen Spezialfolge. Wir jagen heute das letzte legendäre Tier und dabei handelt es sich um einen Puma. Auch hier sei wieder gesagt, diesen Puma könnt ihr nur finden, wenn ihr bereits Kapitel 6 abgeschlossen habt, Blackwater nicht mehr rot ist und ihr nach New Austin gehen könnt. Schaut mal her, ich zeig's euch kurz auf der Karte. Blackwater ist hier und dann müsst ihr hier komplett einmal durch. McFarlane's Ranch, Armadillo, Tumbleweed und dann ganz hier außen in den Gaptooth Ridge befindet sich der legendäre Puma. Und hier unten habe ich auch bereits das Fragezeichen gefunden, also den ersten Hinweis. Und ich würde sagen, weil es ein Puma ist, wir machen nochmal ganz kurz eine Sicherungskopie. Und bedienen uns dann unserer Waffen. Ich weiß noch nicht, was ich... Ich werde wahrscheinlich nicht viel Auswahl haben. Lass mich kurz überlegen. Ja komm, ich nehme das Repetiergewehr. Wird schon schief gehen, hoffe ich. Ja, hier sei wieder bedacht. Denkt bitte dran, es handelt sich hierbei um eine Großkatze. So, untersuchen. Okay, erster Hinweis. Probier's doch mal, dann weißt du, was es ist. Ist ein kleines Kothäufchen. Ja, drei Hinweise haben wir wieder. Und denkt bitte dran, es handelt sich hierbei um eine Großkatze. Die ist rasend schnell. Und die möchte euch am liebsten den Garaus machen. Und ja, deswegen... Ruhig Blut, nichts überstürzen und nach dem dritten Hinweis direkt in Deckung gehen und Vollgas. So, da ist der zweite Hinweis. Was haben wir hier? Einen kleinen Kadaver, ein bisschen Blut. Hier hat er wohl gefrühstückt. So, das war Hinweis Nummer 2. Hier folgt jetzt gleich... Hinweis Nummer 3. Und dann, wie gesagt, Obacht. Da ist er. Dritter Hinweis. So, Kadaver. Now, nearly there, I bet. Das ist da hinten wahrscheinlich, ja. Obacht jetzt, wie gesagt. Kann jetzt hier irgendwo durchgeschossen kommen. Der will mich wieder verarschen. Da ist er. So, der kriegt jetzt sein richtig Fett ab. Komm, wir machen mal das Magazin leer. Das dürfte er eigentlich nicht überlebt haben. Nein, da liegt er. Da liegt er da nieder. Hallo, kleines schwarzes Kätzchen. Na? Läuft nicht mehr so rund, oder? Gut, alles klar. Das war der legendäre Puma. Ihm ziehen wir natürlich auch wieder die Haut ab. Und während er hier noch schön am Schnipseln ist, hoffe ich, dass ich euch mit dem kleinen Video und mit meinen Videos über die legendären Tiere im Allgemeinen
behilflich sein konnte. Und ja, schaut einfach weiterhin in mein Let's Play rein. Ein paar Folgen müssten noch kommen, denke ich mal. Und ein paar Spezialfolgen werden bestimmt auch noch folgen. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Das Fell geben wir jetzt noch. Alter, der Gaul kackt mir wieder in die Aufnahme. Das Fell bringen wir jetzt noch zum Trapper. Schönes schwarzes Fell. Ist echt cool. Und gucken wir mal, was wir beim Hehler noch so kriegen. Wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Macht's gut. Habt noch einen schönen Abend. Und ich sag tschö. Mit Öl.